Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur zweiten Staffel von The Wandering Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir dürfen wieder ein paar Nomaden aufnehmen und das machen wir auch. Also sie fragen, ob wir wollen und wir wollen natürlich immer. Ist doch klar. Ein gesunder und drei Vergiftete. Was ist denn hier los? Also wir müssen uns jetzt wirklich hier mal ein bisschen ranhalten bei dem Kräutergärtner. Ne? Da müssen wir mal gucken. Aber es waren vier, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ein Essensstand wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Vielleicht hier oben. Setzen wir da mal einen Essensstand hin und wir setzen dann hier hinten auch noch einen. Dann haben wir jetzt drei Anlaufpunkte, um was zu essen. So, weiter geht's. Onbu flitzt und flitzt und flitzt. Hier würde er sich pennen legen. Hier ist eine Giftwolke. Hier wird... Wir könnten ihn warten lassen, ne? Oh, warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stopp. Platz. Da kommt was, Leute. Aufpassen. Kundschafter sind los. Onbu vertraut unserem Befehl nicht, sehe ich gerade. Onbu vertraut uns noch immer nicht. Das ist schlecht. Hast du vielleicht Lust zu rennen? Yes. Rennen tut Onbu, aber ich glaube, das wird trotzdem nichts. Zieh, du Sau! Scheiße. Jupp. Bauernhof, Mykologe ist eingestürzt. Verdammte Axt. Onbu, Mensch. Nächstes Mal vertraust du mir aber, mein Freund. Tolle Wurst hier. Reparieren, auf jeden Fall. Bauernhof auch reparieren, ist doch klar. Toll, ey. Onbu, du bist eine Pfeife. Naja. Was soll's, wa? Wir müssen ja den ganzen Bums hier wieder aufbauen. Verdammte Axt. Dieser Drecksack, jetzt haben wir hier so eine Ruine. Hier noch eine. Schön ist das nicht. Mann. Naja, aber vielleicht können wir demnächst Onbu auch mal was Gutes tun. Nämlich mit dem Doktor. Hier können wir euch nochmal hinschicken. Ja, der Doktor, der wird ja dann höchstwahrscheinlich ein bisschen dafür sorgen, dass Onbu ein bisschen mehr Vertrauen zu uns hat, ne? Onbu-Doktor hat auch eine Prio, wir haben allerdings zu wenig Holz, aber wir sammeln ja jetzt hier ein bisschen Holz, hoffe ich zumindest. Hier können wir noch mal ein paar Nomaden mitnehmen. An Nahrung sieht ja weiterhin sehr gut aus. Sprich, da sollten wir uns eigentlich keine Gedanken machen müssen. Rüben werden langsam wieder weniger, habe ich den Eindruck. Also wenn wir hier mal noch was reinsetzen. Eine Person... Onbu-Apotheke sind zwei drin. Hier sind drei. Das ist sehr gut. Die kommen auch scheinbar ganz gut hinterher. Heißt, wir könnten hier theoretisch nochmal so eine kleine Reihe können wir hier noch dazu setzen. An Fältchen. So. Jetzt, stellt sich mir hier die Frage, sollten wir sprinten? Oder sollten wir... Ich glaube, er wird nicht häufig genug warten. Wir müssen jetzt fünfmal warten lassen oder so und ich glaube, das wird er nicht machen. Wir lassen ihn wieder sprinten, mal gucken. Vielleicht kommt er ja sogar durch. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube, es wird gleich rot. Ja, das wird nichts. Heißt, wir bekommen jetzt noch ordentlich Gift mit. Oh! Wir sind zur Hälfte durch. Alter Vater. Ne. Das gibt's doch wohl nicht. So, dann lauf mal jetzt wieder. Warte, du sollst gehen. Nicht laufen. Geh mal jetzt wieder. Entspann dich, du kleiner Racker. Alles gut wieder.
kannst dich wieder ein bisschen entspannen. So, uns fehlen weiterhin Holzbretter. Ach, guck mal, Bäume wachsen. Ach, es gibt die Mutterbäume wohl tatsächlich nicht mehr. Ich sehe sie zumindest noch immer nicht. Aber die Bäume wachsen jetzt wohl so ab und zu mal nach. Das ist ja interessant. Heißt, wir sollten vielleicht, ich weiß nicht, ob andere Bäume da drum rumstehen müssen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall hier einmal ein paar Bäume mit. So. Denn sonst würde das hier nichts mit dem aufbauen. Oh, jetzt habe ich natürlich hier... okay, warte mal. Onbu, kannst du nochmal laufen? Nein. Platz nehmen? Okay. Platz nimmt er. Oh, das war jetzt aber auch sehr, sehr knapp. Das war jetzt aber auch äußerst knapp. Wir schicken einmal hier ein paar Kundschafter hin. Das geht schön schnell. Und dann gucken wir mal, ob wir Onbu jetzt laufen lassen können. Sobald er hier durch ist. Bitte tu's. Verdammt. Gehen vielleicht? Okay. Gehen machst du. Spuren der Vergangenheit. Versteinerte Fußabdrücke eines Onbu mehrere Meter tief kennzeichnen die Umgebung des Steinbruchs. Wir sollten den Spuren folgen und sehen, wohin sie uns führen. Wir sollten die Spuren genauer untersuchen. Wir sind nicht hierher gekommen, um irgendwelche Spuren aus der Vergangenheit zu folgen. Wir laufen hinterher. Nachdem die Kundschafter meilenweit gelaufen sind, finden sie einen riesigen Haufen uralter, verhärteter Exkremente. Wahrscheinlich eignen sie sich immer noch als guter Dünger. Ja gut. Bisschen Dung, das ist okay. So, möchtest du jetzt vielleicht laufen? Aufgrund der vielen Befehle ignoriert er uns jetzt. Ah, verdammte Axt. Dann kriegst du dafür jetzt ein Leckerli, dafür, dass du uns ignorierst. Also immer wenn du uns ignorierst, damit verbindest du jetzt, dass du was Leckeres bekommst. Also wirst du uns jetzt häufiger ignorieren. So, hier könnten wir aber sogar durchkommen, sehe ich gerade. Oh, das scheint was zu werden. Wie sieht's aus mit Wasser? 339 haben wir. Ja, wir kommen tatsächlich hier durch ohne... Oh, oh, ich sag's so... Oh, was? Ne. Als die Kundschafter eintreffen, sind die Vorbereitungen für ein großes Fest in vollem Gange. Die Einheimischen feiern ihr traditionelles Erntedankfest, obwohl die Ernte in diesem Jahr schlecht ausfiel und sie noch mehr Essen benötigen. Wir könnten stattdessen frischen Onbu-Dung anbieten, um ihre nächste Ernte zu verbessern. Wie geil ist das denn? Den haben wir gerade erst eingesammelt. Das machen wir. Sie sind sehr dankbar für deine Geste und bieten dir ein paar Waren als Gegenleistung an. Stein oder Holz? Ah ne, alles. Ja, na klar. So, was jetzt alles zusammen? Zelt ist eingestürzt, Luftbrunnen ist eingestürzt, Bauernhof ist eingestürzt, hier ist alles eingestürzt. Moment mal, ist jetzt der gleiche Bauernhof nochmal eingestürzt? Eieieiei. So, okay, der Mykologe, der wird zumindest wieder aufgebaut. Jetzt sehe ich gerade, wir haben natürlich jetzt hier ein Hitzeproblem, ne? Dann werden wir doch hier mal wieder ein paar Kakteen anpflanzen, würde ich sagen. Weizen machen wir ja hier. Der funktioniert auch, trotz der Hitze. Das ist gut. Dann können wir aber mit Sicherheit... Ja, Moment, dann müssen wir hier wieder ein paar mehr reinschmeißen. Nehmen wir hier aus der Küche einen raus. Und hier könnten wir theoretisch wieder einen reinschmeißen. Hier könnten wir einen großen Topf... Ressourcenkosten sind erhöht. Produktionsgeschwindigkeit um 100. Na, wir lassen es erstmal so, wie es ist. Dünger Landarbeiter, ja, brauchen wir momentan noch nicht. So, der ist schon wieder aktiv. Da müssen wir natürlich jetzt noch jemanden reinstecken, das ist klar.
Wir werden einmal nochmal eine Expedition machen. Ein oder zwei. Hier ist große Hitze. Hier nehmen wir uns einmal ein bisschen Stein mit. Kurze Hitzewelle ist es aber nur. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. So, die Kakteen werden angepflanzt. Hier passiert so gut wie gar nichts, ne? Ja, gar nichts passiert hier tatsächlich. Onbu müsste sich einmal pennen legen. Warte mal, das würde ich ganz gerne tatsächlich jetzt sofort mal machen. Ich hoffe mal, du tust es auch. Ja. Onbu schläft jetzt einmal kurz, aber nur, weil hier kann er sich dann nochmal ganz gemütlich betten. Heißt, wir werden Onbu dann gleich mal lossprinten lassen, hier durch. Wobei, hier kommen auch noch Nomaden, die können wir natürlich auch noch versuchen mitzunehmen, ne? Na, wir lassen Onbu einfach erstmal ein bisschen pennen, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir die Nomaden ja sogar mit. Denn wir brauchen eindeutig mehr Nomaden. Das reicht hier nicht. Hier fehlen uns noch immer zwei Holzbretter, okay. Hier müssen wir mal gucken, hier könnten wir natürlich... Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden könnten. Wie viel Medizin? Wir haben 47 Kräuter nur noch. Also hier würden sie sich auf jeden Fall anstecken, insofern werden wir sie jetzt erstmal nicht hier hinschicken. Dafür haben wir aktuell einfach zu wenig Kräuter. Hier ist die volle Anzahl Kräuter... Bauern drin. Mistsammler können wir jetzt bauen. Den werden wir auch schon mal einen Auftrag geben. Das ist ja alles nicht so wild. Wenn es erst irgendwann gebaut wird, ist das alles nicht so wild. Wir können ja gut mit Prioritäten arbeiten und da ist, glaube ich, die höchste Priorität jetzt erstmal beim Onbu-Doktor. Den brauchen wir halt auch dringend. Hier haben wir Onbu-Gegengift. 6 Stück. Da könnten wir natürlich... Warte mal. Hier setzen wir auf jeden Fall mal... Nehmen wir mal einen raus. Und dann könnten wir auch darüber nachdenken, einmal hier das komplett zu schließen. Ja, wir werden das mal komplett dicht machen. Ich denke, das ist sinnvoll. Denn wir verbrauchen sonst einfach zu viel Kräuter. Und so viel werden wir ja niemals verbrauchen. Denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe, dass wir niemals so viel verbrauchen werden. Ich überlege gerade, wir können natürlich hier vergrößern, aber wir könnten hier auch noch einen zweiten Kräutergärtner hinsetzen, ne? Aber das hier wäre natürlich auch ganz gut, erstmal den riesigen Baumstumpf hier wegzunehmen. Müssen wir allerdings erforschen. Und zwar Ressourcen, Sägewerk. Steinbruch nehmen wir auch mal mit. Gallensaftextraktor. Dieser Vorgang verringert seine Gesundheit und sein Vertrauen in dich leicht. Ja, das möchte ich ganz gerne nicht. Den Komposthaufen nehmen wir uns mit Blutextraktor. Ja, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin dagegen. Ich möchte Onbu wieder nicht, ich möchte Onbu nicht schaden. Das möchte ich nicht. Können wir noch was hier? Futter für Flüssiger stellt Flüssignahrung für die Fütterungspumpe her. Ja, Fütterungspumpe bin ich ehrlich gesagt auch dagegen. Onbu streicheln können wir noch machen. Onbu Abführmittel. Sättigendes. Wir nehmen mal das Sättigende noch mit. Den Fressbefehl nehmen wir mit. Onbu streicheln nehmen wir auch noch mit, damit wir ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen können. Onbu Bestrafer. Kann verwendet werden, um Onbu gehorsam zu machen. Verletzt Onbu und senkt das Vertrauen in dich. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß halt nicht ganz, wo da jetzt der Vorteil liegt, ihn zu bestrafen und so, also ihm zu schaden. Weil dann führt er einfach die Befehle ja kaum noch aus, nehme ich an. Weil wir natürlich bestrafen könnten, wenn er keinen Befehl ausführt, bestrafen wir ihn und dann... Also mir gefällt die Herangehensweise sowieso nicht. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass man das machen kann, dass man halt so ein bisschen anders spielen kann, also ein bisschen assi spielen kann. Aber mich würde echt interessieren, ob das auch funktioniert. Muss ja irgendwie auch funktionieren, ansonsten würde das ja keinen Sinn machen. Das überhaupt drin zu haben im Spiel, ne? So, Onbu pennt weiterhin fröhlich vor sich hin. Wir haben kein Gift hier. Wir lassen ihn auch mal weiter pennen, damit er dann nach Möglichkeit hier diese Nomaden mitbekommt. Weil wir können ihn fast, glaube ich, loslaufen lassen, oder?
Sonst kriegen wir die vielleicht doch nicht mit. Lass jemand losgehen. Ja, fröhlich durch die Hitzewelle durch, ist kein Problem. Damit er die hier eventuell noch mitbekommt und ansonsten legen wir ihn hier einfach nochmal ab. Das könnte sogar passen. Das könnte sogar passen. So, wir nehmen uns hier einmal ein bisschen Sand mit. Was anderes gibt es hier gerade nicht zu erforschen, wobei hier oben sehe ich gerade. Hier ist noch ein bisschen Wissen. Können wir uns natürlich auch mitnehmen. Das könnte, ja... Na, mal gucken. Passt das oder passt das nicht? Wieder eine Entscheidung. Denk schnell. Nach einer langen Wanderung kommt die Gruppe an einer schlammigen Stelle in der Wüste vorbei. Ein mutiger Kundschafter will sich die Stelle genauer ansehen und inspiziert sie. Sekunden später steht er knietief im Treibsand. Keine Zeit zu verlieren, wir müssen schnell helfen. Es ist zu gefährlich hineinzugehen. Der Rest der Gruppe soll etwas suchen, um ihren Freund herauszuziehen. Die Situation ist zu gefährlich. Nein, komm direkt rein da. Bei ihrem Versuch, Hilfe zu leisten, wird die ganze Gruppe von Treibsand verschluckt. Doch anstatt stecken zu bleiben, landen sie in einer uralten Höhle unter dem Treibsand. 22 mal Glas, 7 mal Wissen. Geil. So, passt das jetzt hier? Kommen wir hier rechtzeitig an? Hier schicken wir unsere Kundschaft da nochmal hin. Das könnte passen, oder? Ja, das sollte passen. Komm, das passt. Jawohl. Wunderbar. Die Nomaden, die kriegen wir auch noch mit. Schön. Sehr gut. So, hier geht's auch so weit rund. Hier allerdings... Doch, geht. Wächst sogar, ne? Nehmen sie auf. 3 gesunde Menschen. Schön, schön, schön. Es läuft, Leute. Es läuft, es läuft, es läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Moment mal, hatten wir nicht gerade noch... Achso, das ist jetzt hier drin. Ich wollte gerade sagen, hatten wir nicht gerade noch 6, aber das liegt jetzt hier. Ja, 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 das ist klar. Das ist klar. So, wollen wir... Ja, ich würde sagen, wir geben ihm einfach mal ein Gegengift, ne? Ja, wir geben ihm einfach mal ein Gegengift. Einfach, weil wir das können. Das ist halt auch so cool, ne? Wie sie angeschossen kommen. Und jetzt da vorne hängen. Super, ey. Schön. Das ist einfach schön. Diese Details. Ich mag sie sehr. So, zack, gelandet. Es geht Onbo wieder gut. Zumindest besser. Ausruhen kann er sich jetzt auch hier vorne. Wunderbar. Läuft. Meerwassersammler, den können wir wahrscheinlich auch nur an die... Ja, den können wir nur an die Kante setzen. Den werden wir... Ja, setzen wir den doch mal hier hin. Hier ziehen wir nochmal einen kleinen Weg durch. Zack. 34 mal Sand haben sie mitgebracht. Wasser ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, würde ich sagen. Wo lauft ihr? Ihr lauft hier. Heißt, wir könnten Onbo dann nach Möglichkeit nach Südost schicken. Macht er auch. Sehr schön. Dann kriegen wir die mit. Hoffentlich zumindest. Und es ist nicht ganz so heiß. Und wir haben ja auch die Giftwolke nicht. Ja, also es läuft einwandfrei. Also das ist wirklich... Da hätten wir tatsächlich ein bisschen auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen können, glaube ich. Aber ich nehme es auch gerne so. Was ich ganz gerne noch einmal machen möchte, ist hier oben noch so ein kleines Materiallager einsetzen. Ich glaube, das macht sich ganz gut an der Stelle. So, Pilze haben wir eindeutig zu wenig. Da können wir... Wie viel Futter haben wir? 12. Ja, es wird halt langsam mehr, ne? Da können wir dann, würde ich tatsächlich sagen,
Können wir fast darüber nachdenken. Nee, das lassen wir so. Nee, das lassen wir so. Was wir jetzt nochmal eben machen, ist hier ein paar Steinchen mitnehmen. Oha, hier sind ja ganz schön viele. Das ist ja gut. So, hier oben sind wieder zwei Bäumchen gewachsen. Wir können die Bäume hier oben, können wir einfach mal immer fällen. Die so direkt um die Ecke stehen. Ja. Hier haben wir drei Bärensammler drin. Die sollten wir auch auf jeden Fall weiter ordentlich Beeren sammeln lassen, damit hier ordentlich Beerenmüsli hergestellt werden kann. Da setzen wir noch eine zweite Person rein. In der Hoffnung, dass wir da von irgendwo noch jemanden abziehen können. Sieht jetzt nicht so gut aus, ne? So, Wasser brauchen wir nicht wirklich. Wir nehmen erstmal das mit. Wasser würde ich dann machen, wenn wir halt gar nichts anderes mehr zum Expeditionieren haben. Aber hier vorne haben wir dann ja sowieso kein Wasserproblem mehr. Das sollte also sehr unproblematisch werden. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier die Nomaden erwischen. Das sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus. Vielleicht sind wir ein bisschen langsam. Vielleicht sind wir ein wenig langsam. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen immer mehr Nomaden. Mehr, mehr, mehr. Ja, wobei, es könnte genau passen. Ich denke, das passt genau. Ob es passt, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Leute, vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. The Wandering Village. Tschüssi.